Und damit willkommen bei Sunhaven. Mein Name ist Schmogtron. Man sieht, ich war in meinem letzten Leben ein König. Bin jetzt hier auf das Land gezogen, um mich selbstständig zu machen. Und die erste Mission ist, setzen wir ein Haus. Dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Ich möchte dieses Mal mein Haus gerne das hier oben hinsetzen. Ja, da finde ich, macht es sich gut. Bestätigen bitte, danke. Klopf, klopf, sieh dich an, du bist schon auf und davon. Du bist wirklich mit Leib und Seele bei der Sache. Was? Das ist ja toll. Wer sind Sie und warum sitzt ihr in meinem Haus? Ah, wo sind meine Manieren geblieben? Mein Name ist Anne. Ich bin zufällig Sunhavens angesehenste Händlerin. Ich wollte unseren neuen Farmer offiziell in der Stadt willkommen heißen. Wo wir gerade dabei sind, mir fällt auf, dass ihr keinerlei landwirtschaftlichen Geräte oder Saatgut zu haben scheint. Warum überlasst ihr es nicht mir, euch zu versorgen? Um sich um mich zu kümmern? Ich möchte dir ein Geschäft vorschlagen. Ich nenne es Ann's Ready to Go Farm Kit. Alle Werkzeuge, die du brauchst, plus 15 Weizensamen. Und das für nur 250 Münzen. Was sagt ihr dazu? Sie ist eine Geschäftsfrau. Wir sollten feilschen. 150 Münzen, mein letztes Angebot. Abgemacht. Ah! Schmogtron, du bist ein Geschäftsgenie. Harte Kunden, ich bin ein Kerl. Das mag ich an einem Geschäftspartner. Es gibt keine stärkere Beziehung als eine, die im Geschäft geboren wurde. Wissen Sie? Warum gehen wir nicht nach draußen und sie zeigen mir, wie sie ihre Arbeit machen? Ja. Rostiges Zeug, Münzen, Weizensamen. Ja. Dann. Da würde ich mal sagen, rinnen den Newton Spaß. Wir werden erstmal hier ordentlich was wegcraften müssen. Bisschen Platz machen. Ich werde das Spiel übrigens nicht alleine spielen. Das möchte ich direkt am Anfang sagen. Ich werde dieses Spiel mit einigen meiner Freunde spielen. Wir haben auch schon einen anderen Spielstand, der sehr groß und sehr weit ist, um das Spiel mal ein bisschen kennenzulernen. So, und dann werde ich dieses Spiel, wie gesagt, im Multiplayer mit anderen spielen. Die werden auch mit zu hören sein, wenn sie es wünschen. Ist ja nicht gerade selbstverständlich. Erstmal machen wir ein bisschen sauber heute. Dann kommen wir zu den Einzelheiten dieses Let's Plays, was wir machen werden. So, denn die Sense braucht Unkraut, ja, Tickets und Eintrittskarten, ja. Wir haben, wie ihr seht, mehrere Skills, die wir leveln können. Damit es interessant bleibt, werden wir pro Folge, also pro Tag, einen Skill leveln, aktiv. Und wir werden uns bei der ersten Folge mal auf die Landwirtschaft versetzen. Kann erstmal mit, die möchte ich gerne hier oben direkt haben. So, lala, wir machen erstmal ein bisschen Platz. Oh Gott, wieder mit dem ganzen Anfangskram zu arbeiten, das ist so schmerzhaft. Aber von nichts kommt nichts. Auch wenn das gerade echt lange dauert.
Ihr seht hier, mal leveln wir zwar jetzt auch Erkundung und Bergbau, aber das ist nur so nebenbei. Das ist nicht der aktive Aspekt dieser ersten Folge. Wir wollten nur ein bisschen Platz machen für unser erstes Feld. Tickets, Mana, was wir da oben noch haben, das brauchen wir alles im späteren Verlauf. Hey, Level up. Können doch direkt mal schauen, was haben wir für Skills. Erhöht den Verkaufspreis jeder Ernte um 7, 4, 10 Gold. Das nächste, jeder gekochte Mahlzeit wird für 20% mehr Gold verkauft. Wir haben da also halt auch so Sachen, die uns bestimmte Boni geben, je nachdem, welchen Aspekt wir uns konzentrieren. Wir bleiben erstmal auf normaler Farmarbeit liegen. Kanne ist schon leer. Direkt keine nachfüllen. Was ist anstrengend? So. Damit hätten wir das schon mal geschafft. Und jetzt können wir uns hier Skills aussuchen. Da wir auf Landwirtschaft diese Folge gehen, nehmen wir die Landwirtschaftsskills. Gute Arbeit, Farmer. Nicht schlecht. Für so eine einfache Aufgabe. Wenn du deine Farm wirklich ausbauen möchtest, solltest du diese Stämme zu deiner Handwerkerbank bringen. Hey, ich kann von hier sogar eine sehen. Yay! Ja, Herzen, Beziehungen kann man zu allen NPCs aufbauen. Kannst du Stämme in Bretter und andere nützliche Dinge verarbeiten. Ihr solltet im General Store der Stadt vorbeischauen. Dort könnt ihr mehr Saatgut kaufen. Seien wir ehrlich, mit mitkriegen 15 Weiden kommst du nicht weit. Er befindet sich direkt rechts von deiner Farm. Du kannst ihn gar nicht verfehlen. Vor allem, wenn du auf deiner Karte, die du mit M öffnen kannst, umschaust. Jedenfalls hat es mich gefreut, dich kennenzulernen. Wie war der Name? Ich heiße Schmocktron. Oh ja, niedlicher Name. Ja, oder? Hör mal, Schmocktron. Wenn du etwas echtes Geld verdienen willst, solltest du versuchen, mehr wie 40 Weizen anzubauen. Sobald ihr ihn geerntet habt, verkauf ihn in den Verkaufsportal neben uns. Einen netten Gewinn machen, aber es ist nicht an dir, Schmucksmann. Lebe dein Leben hier in Sunhaven, wie du willst. Sieh nur zu, dass es sich lohnt. Okay. Herzlichen Dank, Bauer. Lieber Schmocktron, dieser Brief wurde dir im Namen der Führung von Sunhaven zugestellt. Deine Gönnerschaft hat dir exklusive Belohnung angebracht. Bitte genieß sie. Keiner hat sie mehr verdient als ihr, Bernhard, und alle von Sunhaven. Ach ja, das sind die Mounts, die ich mal bekommen habe. Cool. Bin so langsam. So, dann, wir müssen viel farmen. Ich mache immer 5x5 Felder. Das ist so ein kleiner Tick von mir.
müssen uns ja auch noch ein bisschen bekannt machen. Anne kennen wir ja jetzt schon. Lynn haben wir im Intro kennengelernt. Das habe ich euch mal geschnitten, weil jeder, der das Spiel spielt oder schon mal das Play gesehen hat, weiß, wie das Intro aussieht. Da ist jetzt auch nicht so viel Spannendes dabei. Dann kommen wir mal. Hier ist der Gemischtwarenladen. Und weil wir jetzt einen Mount haben, nutzen wir es auch. Dü-dü-dü-dü. So, hier kann man immer mal schauen. Da haben wir zum Beispiel einen Kartoffelsamen gefunden. Ganz wichtig. So, das muss er sein. Der Gemischtwarenladen von Sunhaven. Gehen wir rein und sehen nach, was sie haben. Muss er der Nachbar sein, von dem alle reden. Willkommen im Gemischtwarenladen. Oh, warte eine Sekunde. Da haben wir es, wie auch immer. Ich bin Emmet. Ich arbeite hier und drüben im Farming Shop und unten im Angelladen und im Rathaus. Okay, ich arbeite viel. Die Leute erzählen sich, dass du ein Farmer sein sollst. Nun, wir verkaufen jede Menge Saatgut neben einer Menge anderer Dinge. Unser Möbellager wechselt auch jeden Tag. Also schau immer mal wieder vorbei und schau, was es Neues gibt. Warte, du kannst an so vielen Orten gleichzeitig arbeiten? Konzentriere mich auf meine Arbeit. Keine Ablenkung. Aber und ich bewege mich wirklich schnell. Arbeitest du jemals nicht? Ah, das ist das Tolle an diesem Ort. Es gibt nie nicht irgendeine Arbeit zu tun. Siehst du, sie haben dieses Bulletin Board direkt vor dem Laden aufgestellt. Alle gehen immer dorthin, um ihre Jobangebote zu veröffentlichen. All die Gelegenheitsjobs bringen mir ein oder zwei hübsche Goldmünzen ein. So viel ist sicher. Aber wenn man keine Zeit seine Zeit mit nicht mit Schlafen vergeudet, aber jede Menge Zeit, um zu arbeiten. Ich werde mir das schwarze Brett mal selbst ansehen müssen. Oder? Du hörst gerne mit, was? Das ist lustig. Denn eigentlich wollte ich gerade eine Lieferung fertigstellen, die am schwarzen Brett angefragt wurde. Allerdings glaube ich nicht, dass ich sie rechtzeitig fertigstellen kann, weil ich auf der Arbeit festsitze und so. Warum beendest du nicht die Lieferung für mich? Ja, würde ich gern. Klasse, danke, Nachbar. Hier ist eine Bestellung für Solon, unseren Schmied. Ich soll sie ihm ausliefern, aber ich glaube, ich wurde von der Arbeit aufgehalten. Bring ihm einfach die Bestellung, damit er das schmieden kann, was unsere Kaserne braucht. Und denk daran, dass die Leute nicht ewig warten können. Du hast normalerweise nur ein paar Tage Zeit, um die Aufgabe zu erledigen, sobald du sie am schwarzen Brett angenommen hast. Oh, und du kannst dich gerne im Laden umsehen. Ich bin den ganzen Tag hier. Ich bin auch den ganzen Tag an verschiedenen anderen Orten. In der Einfachheit, wirklich. Ja, schön. Okay. Ja, wir müssten eigentlich alles kaufen, aber Quest 40 Weizen. Wir haben schon 15. Dann nochmal. Oh, scheiße. Ja. So viel dazu. Was haben wir denn hier Schönes? Jungs, ich würde sagen, die Quests können wir jeden Tag machen. Aber wenn nicht der passende Skill passt, müssen wir Geld nehmen. Oh, heute hat übrigens Darius Geburtstag. Schön, den haben wir aber noch nicht. Okay. Top, 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 top. Haben wir noch einen gemischten Händler? Hier haben wir noch eine Kiste, die können wir noch nicht öffnen. Da brauchen wir noch Schlüssel. Dafür müssen wir jetzt in die Mine. Bergbautag. Und ach ja, stimmt ja, hier war ja. Ich wette, du bist der kokette neue Farmer, von dem Lin erzählt hat.
Werden Sie? Ich verschwende meine Zeit nicht mit einem Lehrling, der es nicht ernst meint, und dieser ist schon besser als der letzte. Du solltest besser keine Ablenkung sein. Hörst du, was ich sage, Farmer? Ah, da ist wieder dieser lästige kleine Drache. Verflixt, pass auf! Oh Gott, ist der niedlich! Dieser verflixte kleine Eidechse hat den Felsensturz verursacht. Alles in Ordnung da drüben. Es geht schon. Gut, dann räumen wir mal die Felsen weg. Hilf mir mal, ja? Ich habe ja gerade eh nichts Besseres zu tun, also. Gut, dass die Dinger fast One-Hit sind. In Ordnung, das wird reichen. Danke für die Hilfe. Vielleicht war es etwas voreilig mit meinem Urteil, Farmer. Was hat der kleine Drache überhaupt gemacht? Er hat sich in den warmen Felsen des Steinbruchs niedergelassen. Ich denke, er mag die Wärme. Ich würde sie ja bleiben lassen, aber der kleine Kerl scheint seine eigene Stärke nicht zu kennen. Ein einziger Flügelschlag kann Trümmer wegfliegen lassen. Okay, und was sollen wir tun? Ich für meinen Teil werde diese beiden Kupferhelme aus der Kasernenordnung nicht selbst einschlagen. Was dich betrifft, würde ich meinen, dass das Gespräch mit Erzmagierin Lucia dein Arbeitsauftrag ist. Wir alle haben hier unsere Rolle zu spielen und meine ist es nicht, diese alten Knochen zurück in die Stadt zu schleppen, solange die Schmiede noch heiß ist. Das Rathaus. Ich hab's. So, und wir haben sogar Landwirtschafts-EP, die wir mitnehmen können. Okay. Sprech mit Lucia im Rathaus. Im späteren Verlauf des Let's Plays wird das auch noch. Die ist doch hier. Wieso kann ich sie hier nicht ansprechen? Hallo Schmocktron, trotz der drohenden Dunkelheit habe ich ein gutes Gefühl, seit du hier eingezogen bist. Es ist, als ob Sunhaven eine Glut ist, aber ein plötzlicher Wind die Flamme erneut entfacht. Ist es denn so, die Leitung von Sunhaven zu übernehmen? Die bringt sicherlich ihre Herausforderung mit sich. Am Anfang habe ich mich nur wenig als Anführer akzeptiert, weil ich so jung bin. Ich musste mir die Unterstützung aller nach und nach verdienen. Jetzt schaut jeder in der Stadt auf mich, wenn es eine Entscheidung zu treffen gibt. Kann ich glauben, dass jemand an ihnen gezweifelt hat? Du hast mein erstes Jahr als Anführer nicht gesehen. Ich habe damals eine Menge Fehler gemacht. Ich kann nur sagen, dass ich unglaubliches Glück hatte, dass Elios mich auf meinem Weg zum Erzmagier begleitet hat. Was sind Ihre Pläne für Sunhaven? Wir haben einen schweren Kampf vor uns, um Sunhavens Wirtschaft wiederzubeleben. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir mehr Reisende und neue Geschäfte in der Stadt bringen. Gerade jetzt mehr denn je. Trotzdem bin ich nicht besorgt. Sunhaven hat eine glänzende Zukunft. Ich werde dort sein und die Flammen anfachen. Wirst du mir helfen, Schmocktron? Ich werde tun, was immer ich tun kann, um dieser Stadt zu helfen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Bin dir dankbar, Schmocktron. Du hast etwas an dir. Ich kann nicht anders, als zu denken, Sunhaven ist besser, weil du hier bist. Ja, kann hinkommen. So, da ist ein Fragezeichen. Muss Toppy sein. Wow, so sehen also ganze 15 Steine aus. Oh oh, ich hätte um mehr bitten sollen. Aber das ist ein wirklich guter Anfang. Vielen Dank, Farmer. Kein Problem. Ja, wir können kein Geld nehmen, aber wir können auch nichts davon übernehmen. Nehmen einfach die Erkundung, weil die ist so ein allgemein Ding. Ach, die haben wir ja schon mitgenommen, okay. So, stellen wir uns doch mal vor, das ist June, der neue Farmer. Tut mir leid, ich war in Gedanken ganz woanders. Ich bin June. Wollt ihr dich nicht erschrecken? Mein Name ist Schmocktron.
Nein, nein, schon gut. Ich höre nur in meinem Kopf, das ist alles. Es ist wirklich nett, dich kennenzulernen. Das ist June und das hier ist Vornhardt. Hallo Nachbar, ich bin Dr. Vornhardt. Du siehst sehr gesund aus, aber komm zu mir, wenn du dich nicht wohlfühlst. Wow, danke. Ich bin Schmuck dran. Freut mich, Sie kennenzulernen, Doktor. Du kannst mich Vornhardt nennen. Wenn du mich nicht Doktor nennen möchtest, aber wirklich, macht mir nichts aus. Oh, Doktor Sexy. Das kühle Wasser ist erfrischend, am Brunnen ist ein Schild angeworfen. Mal sehen, was draufsteht. Möge der Segen von Elios auf dich herabscheiben. Plus 4 Mana. Die nehmen wir mit. Ist da jemand? Ja, komm in diesem Ding raus. So, rein ins Harad-Haus. Solange die Grenzen von Sanhaven sicher sind, können wir den Bahnhof weiter bewachen. Der Weg zum nördlichen Wall sollte für die Bürger zu ihrer eigenen Sicherheit gesperrt bleiben. Der nördliche Wald muss im Moment sehr gefährlich sein, Captain. Sind Sie sicher, dass Ihre Soldaten in Sicherheit sind? Natürlich. Wir haben alles unter Kontrolle. Sanhaven hat alle Zeit, die es braucht, um sich den nächsten Schritt zu überlegen. Nathan regelt. Oh, du bist ein Schmuck drum. Was führt dich ins Rathaus? Ich habe nur nach dir gesucht, Lucia. Ist das so? Ich habe gerade eine Besprechung mit Bernard und Nathan beendet. Glaube, ich kann helfen. Nur einen Moment. Lass uns später nochmal über dieses Thema sprechen, ja? Was hast du gebraucht, Schmuckton? Ein Babydrache macht im Steinbruch Ärger. Oje, verursacht der kleine Drache noch immer Fellstürze? Wir hatten gehofft, dass Solon, ruppig wie er ist, ihn verscheuchen könnte. Aber aus irgendeinem Grund kommt er immer wieder zurück. Ich denke, wir könnten versuchen, den Drachen auf den Boden zu locken, wo er gefangen und umgesiedelt werden kann. Wir müssen eine Art Köder benutzen. Kitty! Ich konnte nicht, um hinzuhören, das zu hören. Ja. Hast du gesagt, du hattest Probleme mit einem kleinen Babydrachen? Ja, das stimmt. Tut mir leid, wenn unser Gespräch dich gestört hat. Ganz und gar nicht. Ja, ja. Ich bin hergekommen, um meine Geschäftslizenz für die Tierhandlung zu erneuern. Aber ich muss meine Lizenz erst nächsten Monat erneuern. Nian. Aber das ist schon okay, denn ich glaube, jetzt kann ich dir mit deinem Problem helfen. Aber wirklich, Kitty, das ist wunderbar zu hören. Das ist Kitty, sie verkauft Scheunentiere hier in Sanhaven. Rathaus verkauft Bewilligungen für Ställe, aber für Tiere musst du in Kittys Laden vorbeischauen. Ja, will dich kennenzulernen. Jedenfalls, was dein Babydrachen angeht, ich weiß nicht viel über Drachen, Babydrachen, aber ich weiß, dass sie gerne Fisch essen. Genau wie Kitty. Ja. Wenn Kitty ein Babydrache wäre, würde sie am Steinbruch nisten, weil der so nah am Meer liegt. So viel leckeren Fisch im Ozean. Ja. Übrigens, the ocean is a soup. Wette, wenn du einen guten, saftigen Fisch hättest, könntest du ihn dazu bringen, direkt auf dem Boden zu landen. Okay. Ich brauche also nur einen Fisch. Ich würde sagen, dass du einen extra saftigen Fisch brauchst, um das Babydrachen anzulocken. Nur um sicher zu gehen. Ja. Dieser Plan ist ein bisschen spontan, aber er könnte funktionieren. Ich glaube, Peter, unser örtlicher Fischer, könnte euch wahrscheinlich dabei helfen, einen geeigneten Fisch zu fangen. Könntet wahrscheinlich gerade an den südlichen Docks finden. Hehe. Du besorgst mir einen richtigen Fisch und ich kümmere mich um den Rest. Ja. Klingt nach einem Plan. Ja. Ja, ja, ja. Oh, wieder eine Quest fertig. Das lübt ja. So. Das ist was für Fischerfolge. Das ist die. Oh, dauert noch ein bisschen. Wir haben 2 Stufen auf Bergbau. Herstellungsgeschwindigkeit von Öfen und Ambossen. Jeden Tag einen Goldbonus.
Saphire fallen zu lassen. Das hier sagen. Und hier. Oh ja. Luftsprung ist sehr wichtig. Du kriegst nur am Anfang sehr viel Mana. So, das heißt, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Wir können uns jetzt auf die Suche begeben nach den nötigen Äpfeln. Nee. Miau, miau, miau. Ich finde das Wort so süß. Wo können wir noch Äpfel finden? Ja, ich habe wobei auch 2 Tage Zeit, die Äpfel zu finden, also. So, hier ist der Bäcker, hier ist eine Angelstelle, da sind Äpfel. Hier sind keine mehr. Da sind auch keine mehr. Ah, da müssen wir morgen nach dem letzten Apfel schauen. Scheiße. Der flauschige Chonka bewegt sich. Vielleicht will ich was zu Futter bringen. Weizen und Äpfel. Okay. Wir brauchen sehr viele Äpfel also. Wusch. Ich habe die Taglänge übrigens auf 40 Minuten gestellt, dafür, dass wir halt richtig was erreichen. Das nicht, sondern das hier. Wenig. Mach ganz großen Weizen. Husch. Ich war mal ein König. Jetzt bin ich ein Bauer. So, Landwirtschaft leveln wir so. Dann machen wir heute erstmal ein bisschen Gras weg. Und auch immer sehr effektiv, was im, also es bringt uns Samen. Grünwurzsamen, bisschen EP.
Level up. Läuft ja richtig effizient heute. Das geht, das geht gut klar. Noch ein Level up. Sehr schön, das läuft ja. Gefällt mir. Oh, wir haben unten Äpfelbäume. Nice. Wir doch die eine Quest noch heute abschließen. Wir haben auch wieder zwei neue Samen, die wir direkt einsetzen können. Und gehen jetzt mal in eine Kaserne. Yay! Hoffen, dass die noch frei, also dass sie noch offen haben, dass sie noch da sind. Wobei gerade mal 17 Uhr, das geht eigentlich voll klar. Hopp, hopp, hopp. Und ja, sich hüpfen oder mit dem Doppelsprung vorwärts zu bewegen geht am effektivsten. Tama, hast du eine Minute Zeit? Ja, immer. Ich bin Rosa, zweiter Kommandant des Sunhaven Corps. Sunhaven ist sicher, aber die Monster leben außerhalb der Stadt. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ihr darauf vorbereitet seid. Hier, nimm dieses Schwert und tritt an die Puppe heran. Ein 5 gute Schläge, damit ich deine Technik sehen kann. Gut, dass ich am Hofe Kampftraining erleben durfte. Hey, nicht schlecht. Es geht aber nicht nur um Kraft. Schnelligkeit und Beweglichkeit können genauso wichtig sein. 3 Sprungangriffe für mich zu landen. Easy. Nein, Fechtmeister, wir sind ein super Duelland. Du bist ein Naturtalent mit diesem Ding, aber ich frage mich, wie gut du bist so auf Distanz. Versuche die Puppe fünfmal mit der Arme zu treffen. Ey, easy. Nicht schwer. Gute Arbeit, Farmer. Es ist gut zu wissen, dass einige unserer Bürger sich in einer Schießerei behaupten können. Behalte eine dieser Waffen. Aber nur eine. Ich möchte die Armbrust. Ich bin Armbrustkämpfer. Oh, du hast die Äpfel mitgebracht. Das ist genau das, was wir brauchen. Danke, Farmer.
Vielleicht lernt Pinto aufrecht zu stehen, während ich ihm einen Apfel vom Kopf schieße. Ja. Nein, wie gesagt, wenn es möglich ist, nehmen wir Geld, wenn nicht unser Tagesskill dabei ist. So. Haben wir eigentlich alles soweit gemacht, ne? Das erhöhen wir nochmal. Das hier, oder haben wir zwei? Ja, Blumen sind eine gute Investition. So, sonst haben wir hier auch nichts mehr auf der Tasche, nee. So, unsere bisher kennengelernten Datebank-Charaktere. Ich würde sagen, ich tendiere zwischen den beiden. Parler Daddy oder Dr. Sexy. Hörst du? Bunny? Dein Name nicht Schmocktron? Schön, ich kennst du denn. Ich bin Catherine. Mir gehört der Bauernladen hier. Stimmt. Moment. Woher kennen sie meinen Namen? Ach, weißt du das nicht? Ich bin überrascht, dass du es nicht weißt. Ich bin eine Hexe. Es war nicht schwer, den Namen unseres neuen Farmers zu erraten. Ich muss mal ganz kurz verschwinden. Kommen halt immer mal welche dazu. So, jetzt können wir noch ein bisschen hier abernten. Mal sehen, ob wir nochmal Samen bekommen, die wir dann auch direkt einpflanzen natürlich. Ja. Samen. Noch denkt ihr vielleicht, der levelt aber sehr schnell. Nein. Nein, glaubt mir. An den ersten Leveln geht es noch schnell, aber dann irgendwann... Ja, alleine um die großen Bäume und die großen Steine da wegzumachen, brauche ich erstmal Waffen, also Ausrüstung, an die ich jetzt bei weitem noch nicht rankomme. Komm, gib mir eure Samen. Ja, Samen. Oh, und gib mir eure Tickets. Die werden später im Verlauf des Spiels sehr wichtig sein. Da kann ich ja noch ein bisschen quatschen. Also, wie gesagt, jeden Tag wird ein anderer Skill gefokust. Immer jetzt der Reihe nach. Das heißt, morgen wird es Bergbau sein. Das heißt, morgen die Folge werden wir in der Mine verbringen. Dann vielleicht auch einen Schmelzofen, einen Amboss und so uns direkt bauen können. So. Und dann schauen, dass wir dann so weit wie möglich weiterkommen. Bei der Hauptstory warte ich jetzt noch, bis wir den Angeltag haben, damit wir das direkt so komplettieren können und nicht vorziehen. Haben wir auch noch Kampf, da müssen wir Kampf grinden, das wird unschön.
Also wie das jetzt momentan aussieht, bekommen wir heute nicht mal Kohle. Einfach weil wir nichts haben, um es zu verkaufen. Aber das ist schwierig heute. Ihr seht auch übrigens, anders als bei Roots of Pasha oder Stardew Valley zum Beispiel, bekommen wir hier keine Ressource, die irgendwie Pflanzenfasern oder so heißt, wenn wir den Unkraut wegmachen. Und das Problem ist auch, man könnte ja jetzt sagen, ja, wenn der im Multiplayer spielt, kann er ja einfach seine ganzen Kollegen sagen, bring mir doch mal die und die Endgame-Waffe mit. Ja, das ist sehr schön, wenn sie das machen würden. Jedoch könnte ich damit nichts anfangen, weil ich die Waffen wirklich dann erst ab dem jeweiligen Level tragen kann. Also momentan auf dem anderen Spielstand bewegen wir uns im 40er, 50er bis sogar 60er Bereich. Und da die Waffen, die werde ich hier noch bei weitem noch lange nicht tragen können. Vor allem da ich das Skill pro Tag abhängig spiele, das wird dann halt auch nochmal extra schwer. So, wir haben gerade mal 19 Uhr. Also ich habe die Tageslänge auf 40 Minuten gestellt. Ich finde, das ist so optimal. Da grindest du nicht, da ja, da musst du noch keine Sorgen haben, dass irgendwas ist. Oh, hier geht's hoch. Kannst du halt auch noch richtig produktiv was schaffen, weil seht man hier, wir haben jetzt schon richtig gut was von unserer Farm geschafft halt. So. Ich weiß auch nicht, ob euch das zusagt, dass ich die NPCs immer laut vorlese. Im Multiplayer werde ich das allein, um die anderen nicht zu stören, wohl nicht machen, das überlegen wir noch. So ist es ja auch ein sehr schöner Rollenspielaspekt, den man hier einbindet. Wir haben es jetzt gerade 20.05 Uhr. Wir haben 43 Minuten auf der Uhr, auch wegen der Story und allem. Würde ich sagen, machen wir da heute mal ein bisschen kürzeren Tag. Dass wir mal langsam, also erstmal gehen wir noch die zwei Sachen einpflanzen. Die drei Sachen, die wir jetzt haben. Hier bekommen wir schon direkt Bretter. Die Truhe kostet aber 20 Bretter. Aber wir können dem hier schon mal ja die ersten zwei Äpfel geben. Gut, aber morgen machen wir ja eh den. Morgen ist gar nicht Erkundung. Erkundung dauert noch sehr lange. Ja, morgen erstmal Bergbau. Okay. Oh ja. 15% billiger, das nehmen wir direkt. Oh, wir haben ja hier noch eine Truhe, sehr schön. Packen wir erstmal das Zeug rein. Was wir nicht brauchen. Dauerhaft. Einen geringen Bonus an Angriffsschaden. Nehmen wir
mit. So. Wir beenden hiermit die erste Folge. Und ich danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch. Und bis zum nächsten Mal. Reingerockt.